So, guten Tag, Freunde. Wir haben unsere letzte Station erreicht. Also vor Bangkok und von wo wir aus zurück nach Germany fliegen werden. Wir sind in Phuket oder auf Phuket, weil es so eine Insel ist, die aber eine Verbindung zum Land hat. Gut, wir sind in Phuket Town. Wir sind erstmal eine Nacht hier. Wir wissen noch nicht, ob wir, weil hier relativ viel ist, ob wir noch an den Strand umziehen, irgendwo näher dran oder so. Das werden wir jetzt gleich mal alles schauen. Und sonst geht's bald schon wieder zurück. Goddammit. Ja. Und dann geht der Ernst des Lebens weiter, ja. Hier ist unser aktuelles Hostel. Mit gefaltetem Superhandtuch. Ja, hat jetzt ungefähr so viel gekostet wie sonst auch. Allerdings fühle ich mich ein wenig verarscht. Uns wurde eine super View versprochen aus dem Fenster. Und das hier ist die View. Ein Dach. Bin sehr enttäuscht. Ja. Vorne ist irgendein Watt oder irgendwas. Und ja. Genau. Ansonsten soll es das gewesen sein. Sind mal wieder ein bisschen unnötig lange rumgelaufen. Eigentlich war es echt nicht so schwer, aber der Map ist hier nicht immer ganz zu vertrauen. Sag ich mal so. Okay, das war's für jetzt. Bald sind wir wieder zurück. Und ja. We'll be right back.
Dazu kommt dann eine Walzermelodie. So, hört man das überhaupt? Wir sind am Patong Beach. Und gestern hatte ich die Kotzeritis, weil ich wohl irgendwas Schlechtes gegessen habe. Aber heute ist schon wieder okay. Heute ist schon wieder okay. Ja, mal gucken, wie wir jetzt die nächsten 2 Tage noch verbringen. Irgendwie. Genau. Identität ist eigentlich... Ich möchte bitte nicht in meiner Privatumgebung gezeigt werden. In deiner Privatumgebung? In deinem Bett meinst du? Ja. Okay. Das sind meine 2 Quadratmeter ich. Hier lebe ich. Mit dem Handy, der Pringles-Packung. In seinem natürlichen Umfeld. Der Piep! Ich kaufe mir so zu Hause nie Pringles. Das sagt er. Aber eigentlich ist das ein gezieltes Beuteschema. Ich habe zu wenig gewloggt in den letzten Tagen, yo. Wir sitzen jetzt im Bus zurück nach Bangkok und hier läuft komisches Thai-Fernsehen. So, ja, und nun noch ein paar letzte Worte von mir zu einigen Dingen. Zuallererst muss ich sagen, dass ich am Ende ein bisschen weniger gevloggt und gefilmt habe, als ich es noch am Anfang und vor allem mittendrin getan habe. Am aktivsten waren wir eigentlich mit in Kambodscha und ja, so in der Zeit haben wir so mit am meisten gefilmt. Ja, und jetzt am Ende halt etwas weniger. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich, wie gesagt, einen Tag krank war, aber das war halt auch so mal so eine Sache. Meine GoPro ist leider auch letzten Endes kaputt gegangen. Weil wir einmal mit dem Boot, glaube ich, unterwegs waren und eigentlich ist die ja wasserdicht, aber nur wenn man hinten drauf so eine bestimmte Schutzklappe nochmal drauf macht und die hatte ich nicht drauf und dann ist da ein bisschen, also jetzt nicht viel, ich habe sie jetzt nicht mit unter Wasser genommen oder so, sondern ist halt eine Welle drüber oder so, ein bisschen Salzwasser rangekommen und dann, die Kamera an sich funktioniert noch, aber die Anschlüsse haben halt, einiges abbekommen und somit konnte man die nicht mehr aufladen. Und ich glaube, es ist auch eine Speicherkarte verloren gegangen. War ein bisschen ärgerlich, dass am Ende noch die GoPro dann ihren Geist aufgegeben hat. Aber gut, es hat auch so irgendwie funktioniert. Und es war ja auch das günstige Modell, was trotzdem ärgerlich ist. Ich muss auch immer noch mal schauen, ob ich damit jetzt noch irgendwas anfangen kann. Aber gut, das ist eine andere Frage. Nochmal zu dem Krankheitsproblem. Ich hatte irgendwas echt Schlimmes gegessen. Ich weiß nicht mehr genau wo, weil ich nicht wusste, wie lange quasi Inkubationszeit war, also ob das jetzt an demselben Tag war oder den Tag davor oder noch einen Tag davor. Und das Ironische war, ich hatte so ein bisschen Magenprobleme, aber das ist nichts, nicht mehr gewesen, als man das sonst vielleicht auch immer mal wieder zwischendurch hat. Also nichts Bedeutendes und dann sind wir in Hardrock-Café gegangen, weil ich mir da noch ein T-Shirt kaufen wollte, um auch eins aus Thailand zu haben. Ich bin da auch so einer, der die so ein bisschen sammelt. Und dann haben wir uns da noch was zu essen geholt und dann hatte ich so ein fettes Sandwich und dann dachte ich mir, eigentlich geil, hatte ich richtig Bock drauf. Ja, hat da nicht sein sollen. Ich habe es dann irgendwie so halb gegessen, weil dann plötzlich hatte ich auch gar keinen Appetit mehr und es ging gar nichts mehr. Und dann haben wir es noch irgendwie zurück in unser Hostel geschafft. Und dann irgendwann, keine Ahnung, kam es mir hoch und ich habe mich, glaube ich, 5, 6, 7 Mal übergeben oder wenn nicht öfter. Also so schlimm hatte ich das, glaube ich, seit Ewigkeiten, seit Jahren nicht mehr. Und vor allem nicht nüchtern. Also das kann man nur dazu. Das war für mich so eine spezielle Erfahrung, so wow, das alles live komplett mitzukriegen. Naja, egal, ganz, ganz andere Geschichte. War nicht so schön, aber es hat sich dann auch geklärt. Mein Kumpel ist dann in den Drugstore oder irgendwie sowas und hat sich da erstmal ein bisschen beraten lassen, dann geguckt und hat dann einiges mitgebracht, war auch nicht teuer oder so, also es war nicht das Ding. Und dann haben wir uns auch noch mit seiner Schwester kurz geschlossen, die auch schon mal in Thailand war und auch in Afrika und sich da so ein bisschen auskennt und geschaut und überlegt und zum Beispiel Antibiotika hat der auch mitgenommen, weil
oder beziehungsweise der Typ hatte im Drugstore hatte ihm das gegeben und das habe ich dann lieber mal nicht genommen, weil das ist schon krass und ich habe seit Jahren keine Antibiotika mehr genommen, weil ich auch einfach nie eine bakterielle Krankheit hatte und ich auch ehrlich gesagt nicht so der Fan davon bin. Aber gut, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber in Thailand ist das so, naja, also man hat natürlich auch überlegt, ob man zum Arzt geht, zum Krankenhaus und letzten Endes haben wir dann beschlossen, wir warten bis zum nächsten Tag, schauen, wie es dann ist. Wenn es dann immer noch genauso schlimm ist, dann wären wir zum Arzt gegangen oder so. Aber es ging eigentlich. Also ich habe viel getrunken, habe dann so ein paar magenberuhigende Tabletten genommen und eine Ibuprofen und dann lief das am nächsten Tag wieder. Man war zwar immer noch so ein bisschen geschwächt, aber es ging eigentlich vollkommen klar. Also, das war so die Erfahrung, die wir da hatten, aber es war eigentlich nichts Dramatisches. Es war nur an dem Nachmittag bzw. Abend halt echt krass, weil das war schon echt heftig. Aber dann war irgendwie alles raus und am nächsten Tag ging es auch wieder, habe ich auch wieder relativ normal gegessen, ganz schnell und dann konnte ich die letzten Tage auch noch problemlos genießen. Also es war kein Problem. So. Ja, dann vielleicht noch kurzes Fazit zum Süden, was ich in den letzten Vlogs ja auch nicht so angesprochen habe, direkt nochmal. Also Süden, da gibt es ja relativ viele Inseln. Wir waren auf Koh Phangan, Koh Samui, Koh Phi Phi oder Koh Phi Phi. Wir waren in Phuket, Krabi und da gibt es relativ viel. Wobei man sagen muss, ist es ist natürlich sehr Touri-mäßig. Da gibt es zum Beispiel auch diese Full Moon oder Half Moon Partys, die ja relativ bekannt dafür sind, dass irgendwelche partywütigen Europäer oder Amis im Alter von, naja, sagen wir mal 18 bis 24 dahin reisen, sich da unglaublich abschießen und sich dann tätowieren lassen. Wir sind nicht hingegangen auf so, zu so einer Feier, weil, also wir wären vielleicht mal hingegangen, haben uns das überlegt, weil, ja, es ist bestimmt ganz interessant, aber für uns war klar, wir wollen uns in Thailand nicht abschießen oder irgendwie krass besaufen. Wir haben immer wieder so einen Cocktail getrunken oder ein paar Bierchen, aber wir haben nie exzessiv Alkohol da konsumiert, weil uns das auch einfach ein bisschen zu unsicher war. Wobei man das bis zu einem bestimmten Punkt natürlich auch problemlos, glaube ich, machen kann. Man muss halt nur aufpassen, von wem man Getränke annimmt, wo man die herkriegt, dass die immer vor einem eingestellt werden. Auch so die Standardregeln, die ja auch ohne Sexismus jetzt vor allem für Frauen halt auch in ja, Deutschland gelten, dass man halt immer aufpasst, was man trinkt und was man annimmt und so. Und ja, aber im Prinzip würde das bis zu einem gewissen Punkt auch gehen. Man sollte halt nur auch aufpassen, weil die klimatischen Bedingungen da natürlich ein bisschen anders sind und so. Aber gut, das muss jeder selbst beurteilen. Wir waren jetzt, wie gesagt, nicht da. Aber sonst der Süden echt chill. Man kann am Strand chillen. Es gibt Abendsprogramm am Strand. Ja, habt ihr bestimmt auch gesehen. Bands spielen da. Und dann gibt es noch diese Feuerkünstler, die da ihr ganzes Programm abziehen. Und das ist kostenlos, aber ne, was spenden kann man halt dann schon. Und genau davon leben die dann halt. Das ist aber auch echt interessant und echt cool. Also, schöne Sache. Sollte man sich auf jeden Fall mal geben, falls man da hinkommt. Genau, und dann sind wir, wie gesagt, was ihr jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund sehen werdet, nochmal nach Bangkok. Da haben wir dann quasi noch einen Tag verbracht und sind abends zum Flughafen. Wir wollten uns nicht so lange da aufhalten, weil halt eine Woche davor, ja, naja, eine Bombe hochgegangen ist. Und man sagt es halt einfach, wie es wirklich war. Und das das jagt einem dann schon ein bisschen Ehrfurcht ein. Und deswegen wollten wir jetzt nicht mehr unbedingt so viel Zeit in Bangkok verbringen, auch wenn die Stadt an sich viel zu bieten hat und echt cool ist. Aber wir haben dann gedacht, wir bleiben dann lieber mal möglichst in anderen Ecken. Und ja, das hat sich aber auch, also es war kein Problem. Und ja, genau. So, und ja, dann sind wir noch zurückgeflogen. Das hat auch alles relativ gut geklappt. Also wir sind bestens zum Flughafen gekommen. Da war dann noch so komische Spanier in unserem Bus. Die waren echt lustig drauf. Der eine, der war auch so, der war so ein großer Spanier, so 2 Meter groß, richtig breit, ja. Und ich habe schon auch schon ein etwas breiteres Kreuz. Aber der war dann einfach so. Ja, aber der war super lustig und hat sich dann mit mir, oder, ah, wo kommen denn die Bahn?
Also ich mochte sie. Ja, manche würden sie vielleicht ein bisschen nervig finden, aber gut, ich war jetzt in 3 Stunden mit denen im Bus unterwegs, aber die waren echt nett. Sonst hat man auch immer mal wieder ein paar nette Leute getroffen, wobei wir meistens unter uns quasi geblieben sind. Also hier und da hat man sich mal mit anderen unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da krasse Aktionen mit anderen gemacht haben. Ja, weil hat sich einfach nicht so ergeben, würde ich einfach sagen. Genau, aber sonst, man muss halt auch schauen, es gibt auch tausende Gruppenreisen oder so nach Thailand, da muss man halt schauen, was man will. Wir wollten halt einfach mal auch raus aus Europa, ich speziell, weil ich vorher immer nur in Europa war und das war für mich dann auch nochmal eine Erfahrung. Und ja, aber insgesamt mal so als kleines Fazit jetzt spontan, war Thailand schon echt cool und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. So einen Monat Backpacking und wirklich viel gesehen, also sehr viel. Im Hintergrund seht ihr jetzt wahrscheinlich auch nochmal so ein paar Highlights. Ja, waren auch so relativ überall, wo wir unbedingt hin wollten, beziehungsweise wir hatten jetzt nicht immer die krassesten Ziele, wir wollten halt auch einfach ein bisschen spontan immer schauen und das hat sich auch immer ganz gut ergeben und ja, also es war schon cool, es hat mir gefallen. Wobei, wir waren auch in Kambodscha zum Beispiel, wie ihr ja gesehen habt. Und das hat mir noch etwas besser gefallen, so, weil in Thailand war es auch so, dass viele Tempel und so halt etwas aufgesetzt waren. Ein, ja, Thai, der dann, als wir beim White Temple in Chiang Mai waren, oder nahe Chiang Mai, hat uns dann auch gesagt, dass der erst 25 Jahre alt ist und das halt für Touristen gemacht wurde. Und innen drin sind auch so Malereien an den Wänden, wo dann Spider-Man oder so dran ist. Also, keine Ahnung, irgendwie ist es cool und echt interessant, das mal zu sehen, wie das so funktioniert und diese ganze Tourismus, der ganze Tourismus dieses Land so unglaublich in den Händen hält. Andererseits, ja, also, wenn man dann den 30. Watt gesehen hat, dann ist es nicht mehr ganz so spektakulär. Also, Tempel schön und gut, aber irgendwann. Also wir haben uns tendenziell am Anfang auch viel mehr Tempel angesehen als am Ende. Am Ende waren wir, wie gesagt, auch im Süden und haben uns da auch viele andere Sachen gegeben. Und ja, wir haben auch immer wieder Daytrips gemacht. Ja, vor allem in Chiang Mai haben wir viele Daytrips gemacht, ich glaube 2 oder 3. Und ja, dann nochmal auf Koh Phi Phi haben wir auch nochmal einen gemacht. Das war das mit den Affen und so weiter, was ihr alles gesehen habt. Und ja, es war cool. Also wir wurden nicht gescammt, wir waren auch immer aufmerksam, vorsichtig, haben aber auch echt gechillt. Also, das geht schon gut. Und ja, aber nochmal zurück zu Kambodscha. Fand ich cooler, weil da wirkte das alles ein bisschen echter. Angkor ist halt ein riesiges, altes Gelände und da kommt man sich so ein bisschen vor wie Indiana Jones. Und wir waren ja auch in der Nebensaison da. Hauptsaison ist ja, glaube ich, immer so Dezember, Januar. Und da war es dann jetzt nicht super leer, aber es war halt teilweise schon, waren wir echt relativ unter uns und das war halt auch ganz cool und ja, fand ich schön. Genau, also wie gesagt, ich kann das empfehlen, das mal zu machen, wenn man sich jetzt ein Ziel sucht zum Backpacken, aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mehr Zeit in Kambodscha beziehungsweise vielleicht auch noch in Vietnam verbringen, weil das halt doch irgendwie schon, ja, interessanter ist einfach nochmal ein bisschen. Nicht, dass Thailand nicht interessant wäre und so, aber es wäre halt dann doch nochmal ein bisschen cooler. Ja, und sonst, wenn man ein bisschen aufmerksam vorsichtig ist und ein bisschen runterhandelt, geht das auch. Und finanziell, wir haben ein bisschen mehr ausgegeben, als wir dachten, aber wir waren zum Beispiel am Ende in Bangkok auch noch ein bisschen einkaufen, speziell Jonas. Ich habe ein bisschen was gekauft, klar auch. So für Familie und Kram. Ja, aber sonst ging das eigentlich echt fit. Und ja, ich fand's schön. Also bin mal gespannt. In Zukunft habe ich natürlich auch noch einige Reisepläne, wie ich die umsetze und wie das so klappt. Auch noch, ja, sowohl innerhalb von Europa als außerhalb. Vielleicht werdet ihr davon dann auch nochmal was mitbekommen. Genau. Und das war jetzt auch so ein Projekt, das alles zu schneiden. Die Aufnahmen waren teilweise ganz gut. Teilweise waren sie, naja, so semi. Aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Und wenn ich dann nochmal sowas mache, weiß ich dann, wie ich quasi die nochmal Dinge anders aufnehmen sollte, damit sie in einem Schnitt besser funktionieren. Weil klar, man hat schon in den letzten Jahren einige Erfahrungen gesammelt, aber dann so auf Dauer Sachen machen und Vlogs wirklich
die auch über Tage und Wochen gehen, zu führen, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber gut, so viel dazu. Ich habe jetzt schon echt lange geredet. Das waren jetzt nochmal mein Fazit. Und dann ging es heim. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die ersten Vlogs, schaut doch mal vorbei. Playlist in der Beschreibung und so weiter. Und ja, sonst kommt vielleicht noch ein Zusammenschnitt dann als extra Video, so mit allen Highlights und ein bisschen Musik oder so. Genau. Und ja, sonst Feedback in die Kommentare. Was haltet ihr von Thailand? Wart ihr schon mal da oder in Kambodscha oder generell in Südostasien oder Asien und Reisen allgemein? Was könnt ihr für Ziele empfehlen, vor allem auch für die Zukunft? Ja, genau. So viel dazu. Danke von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.